Guten Morgen. Ja, oh. Geschlafen bis 1 Uhr, dann bin ich mehr oder weniger geweckt worden. Aber ja, jetzt werde ich erstmal mich irgendwie anziehen müssen und was zu essen besorgen für meine beiden kleinen fleischfressenden Pflanzen hier. Dass sie weiter wachsen und gedeihen. Gut, mal schauen. Oh. Keine Lust. Mann, das Wetter ist ja echt bescheiden, würde ich mal sagen. Ach, da war das mit dem Schnee viel schöner. Naja, zum Wochenende soll es aber, glaube ich, wieder schneien, wenn ich das richtig gesehen habe im Wetterbericht. Vorher irgendwie 8 Grad plus und dann wieder Schnee. Naja, so, ich weiß zwar jetzt nicht, wie lange man nach einem Tattoo nicht baden darf, aber ist mir scheißegal, heute mache ich das. Weil ja, es ist kalt, grauselig und ja, irgendwie fühle ich mich danach. Ach ja, ein ausgiebiges Bad und draußen ist es stockedunkel. Ja, oh. Ja, ich habe es gestern bei Tonton schon in einen Kommentar geschrieben. Ich hänge mit dem Bearbeiten meiner Videos ein bisschen hinterher. Ich habe es jetzt gerade mal geschafft. Ja, wir haben es jetzt 5:30 und jetzt ist quasi das Video hochgeladen, was um 6 Uhr freigeschaltet wird. Knapp, knapp. Gut, aber ist egal. Oh, ich werde mich jetzt langsam fertig machen und dann noch ein bisschen auf der Couch chillen. Vielleicht werde ich ein bisschen PlayStation spielen. Wer weiß. Eieiei, ich bin heute der Strubbel vom Dienst, echt. Ach, naja, egal. Ah, lass uns nochmal über neue Serien reden. Und zwar hat ja Netflix jetzt wieder eine neue Serie mit dem Namen Dark. Irgendwie eine deutsche Serie und ja, ich weiß nicht so genau. Ich habe mir jetzt ein paar Folgen davon angeguckt und ich habe mich wirklich durchgequält. Also die erste Folge habe ich mit Angie zusammengeguckt. Da haben wir schon gesagt, so, oh, nee. Aber ich bin ja dann so, ich sag, naja, gut, vielleicht brauchst du ein paar Folgen, um reinzukommen. Aber irgendwie, ja, mir gefällt, oh, ich komme damit nicht klar. Das ist irgendwie, ist alles irgendwie langweilig, langatmig und, oh, und alles so auf pseudomystisch gemacht. Auch das Bild extra immer so. Irgendwie so dunkel gehalten. Ja, Dark, okay, ja. Das soll vielleicht so sein vom Bild her. Aber ich weiß nicht. Hat von euch jemand die Serie geguckt? Wenn ja, wie findet ihr die? Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung oder ihr habt weiter geguckt als ich und sagt, boah, am Ende kommt der Knaller. Also ich werde es ja auf jeden Fall nicht weiter gucken. Im Gegensatz dazu habe ich mir von Amazon die Serie Turn, Entschuldigung, hatte ich schon die ersten 3 Staffeln gesehen und dann irgendwie aus dem Auge verloren und habe gesehen, oh, es gibt eine vierte Staffel. Und die habe ich jetzt angefangen noch. Die ist sehr geil. Also ist alles so. Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, also mit Engländern und Kolonisten und ja, es geht hauptsächlich um die Spionagearbeit rund um George Washington. Also das ist eine sehr coole Serie. Also die von Staffel 1 ab habe ich die geguckt und jetzt, wie gesagt, vierte Staffel immer noch super gut. Und ja. Die habe ich jetzt fast durch. Ich glaube, da kommt jetzt noch irgendwie dann der große Cliffhanger für die nächste Staffel. Oder vielleicht ist der Krieg irgendwann vorbei. Naja, werde ich dann sehen. Aber ja, wie gesagt, vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Serien. Ihr könnt ja mal wieder drunter schreiben, was ihr so für Serien im Moment guckt, wenn ihr denn welche schaut auf Amazon oder Netflix. Ich suche da immer Inspiration. Alles klar.
Jo, dann mach ich mich mal fertig. Ach ja, ich weiß, der Vlog war heute wieder relativ kurz, aber das passiert halt, wenn wenig los ist und Schmuddelwetter. Ach ja. Nützt auch nichts, dann irgendwie zu künsteln. Da gibt es so Tage, da liege ich halt auf der Couch und mache nicht viel. Dafür habe ich die Serie Turn jetzt fertig geguckt und ja, der Krieg ist aus und ja, ein sehr rührseliges Ende dann am Schluss und ja, hat schon was gehabt. Schade, jetzt ist die Serie zu Ende und kennt ihr das, wenn ihr dann so in ein Loch fallt und was jetzt? Aber mit dem Problem befasse ich mich dann morgen oder so. Nein, morgen ist Mittwoch, morgen sehe ich Angie. Und ich weiß es gar nicht, vielleicht gehen wir morgen zum Weihnachtsmarkt in Hanau. Kommt ein bisschen aufs Wetter an, also wenn es regnet oder so, habe ich keinen Bock. Ja, sehen wir morgen dann. Gut, ich mache mich fertig für die Arbeit und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis denn!